Hallo ihr Lieben, hier ist der Joe aus der Bastelhase. So, hier liegt vor mir mein neuestes Werk. Ich habe mal seit längerem mal wieder ein Scrapbook gemacht. So ein bisschen im Mystic-Gothic-Style diesmal. Da habe ich in den letzten Wochen sehr viel Arbeit reingesteckt, wenn ich im Kopf hatte. Es war noch viel anderes los, deswegen ist es still hier auf diesem Kanal. Das wird sich aber auch wieder ändern. Und ich möchte euch jetzt einmal mein neues Werk vorstellen. Das heißt, ich werde ein kleines Flip-Through mit euch machen, damit ihr sehen könnt, was ich hier gezaubert habe. Und sowas werde ich jetzt definitiv auch wieder mehr machen. Das ist gerade wieder richtig, habe ich gerade wieder richtig Bock zu. Nochmal kurz in eigener Sache, wenn euch das gefällt, was ich euch hier auf diesem Kanal zeige und ihr mehr sehen wollt, dann brauche ich auch Unterstützung. Und dann könnt ihr mir gerne, ihr helft mir mit einem Däumchen nach oben. Das hilft diesem Kanal und diesem Video, dass das sichtbar ist, dass auch andere Leute dieses Video finden können bei YouTube. Dass YouTube das mehr anzeigt. Und natürlich, wenn ihr diesen Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das kostet euch ja auch überhaupt nichts, aber ist euch kostenlos. Und wenn ihr dann noch das Glöckchen aktiviert, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video und schaut gerne auch mal in die Playlists rein, was wir sonst alles noch erstellt haben. Gut, jetzt aber nicht mehr viel, jetzt stelle ich euch das vor. Ich habe dieses wunderschöne Gothic Mystic Journal erstellt. Das Designpapier ist von Jutta und Roland von Funkelkram. Von denen habe ich das. Sie machen ja ganz, ganz tolle Papiere. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, erinnert sich vielleicht an das Steampunk-Album. Das habe ich auch mit den Papieren von denen gemacht. Die machen das ja eigentlich für Junk-Journals, aber man kann das auch super für sowas benutzen. Für meine Alben passt das auch super. Also wenn ihr mal schickes Design passiert, guckt auch gerne da mal vorbei. Die macht auch tolle Sachen, sei an dieser Stelle mal erwähnt. Und ich fange euch mal an. Und zwar, ich habe das Cover. Jetzt einmal hier die Vorderseite, wie gesagt, so ein bisschen spooky hier mit den Händen, ne? Das ist die Rückseite, immer mit dem kleinen Rabenschädel dran, und das ist Kunstleder hier mit Gildingwachs. Da habe ich mit Gildingwachs gearbeitet und das so ein bisschen vergoldet. Gildingwachs ist super. Das ist der, den ich habe, ist der von Crafters. Okay, das ist ja, das ist nicht schlimm, das kann ich noch wieder neu ankleben. Hat sich gelöst, das sind so die Kleinigkeiten, die immer passieren. Und das ist die Rückseite. Die Rückseite habe ich extra nicht viel noch rothäutig drauf gemacht, einfach weil man das ja darauf ablegt und das Ganze dann ja nur stört, wenn da so viel drauf ist. Ja, aber das ist auch ein Motiv. Das ist die Rückseite, das Gegenstück zu dieser Seite. Diese Seite besteht im Original aus dem und aus dem. Das habe ich passend gemacht. Es hat eine Dicke von, ich glaube, 8 cm habe ich genommen. Nee. Also ich habe es 10 cm dick gemacht und 23 hoch. Ja, also 23 mal 16 oder 18 habe ich außen gemacht ungefähr. Und mal 10 dick. Ihr seht, es ist auch dick. Und ich musste sogar bei den letzten Seiten trotzdem schon aufhören, zu viel reinzumachen. Ich wollte trotzdem schon wieder zu viel. Ihr seht, das ist ein echter Schinken geworden. Viel Material, viel Zeit reingegangen, aber ein wunderschönes Werk, finde ich. So, ich mache das mal aus. Hier außen habe ich wie immer schwarze Spitze genommen, mache ich ja gerne. Und dann fangen wir mal an mit Seite 1. Hier ist einmal diese schöne Frau und hier drüben, dann kann man das hier einmal öffnen. Dann hat man die Gegenseite und dann haben wir hier einfach eine Wasserfallkarte. Die habe ich von hinten jetzt nicht mit Designpapier gestaltet, einfach weil sich das da nicht lohnt. Ne? Aber da kann man auch zum Beispiel was hinschreiben oder eben Fotos machen. Ein 10x13 bzw. ein 9x13 ist das, glaube ich, Foto passt dahin, so dass man das dann auch noch klappen kann. Dann kann man das Ganze hier noch einmal aufklappen. Eigentlich ist die Kamera zu weit unten. Dann kann man das hier noch mal einmal aufklappen. Wie gesagt, da nehme ich immer einfaches Designpapier. Das ist einfach, ne? Und das reicht. Und dann hier dieses schöne Bild hier mit dem, mit der Frau, die hier gerade die Treppe hochgeht und diesen Drachen. Auch ein ganz, ganz tolles Papier. Wie gesagt, aus dem Gothic Set. Und dann kann man das Ganze hier einmal aufklappen. Na, ja, Entschuldigung, ich bin etwas nervös. Ich weiß, ich mache schon lange Videos, aber trotzdem. Dann hier, dieses Papier ist allerdings aus dem Rabenset. Das ist nicht aus dem Gothic Set, aber ich finde, das passt so wunderbar dazu. Deswegen habe ich das reingemacht. Und hier ist dann einmal, wie immer, ein Einschub. Vorderseite ein bisschen Motivpapier.
Rückseite einfaches Papier. Einfach zum Beschreiben oder was auch immer. Ja, und so in der Richtung habe ich halt auch weiter gearbeitet. Aber jetzt, ich werde gar nicht so viel erzählen. Lasst es einfach auf euch wirken. Das ist einfach, diese Papiere sind einfach traumhaft. Ja, hier kann man dann klappen. Dann habe ich hier so eine Doppel-Wasserfallkarte quasi gearbeitet. Ja, immer wieder mit passenden Motiven. Und wenn man die dann ganz aufklappt, hat man quasi einmal die Innenansicht von der Küche. Dann kann man hier immer umklappen. Das ist dick geworden. Ihr seht, es ist wirklich dick geworden. Hier habe ich schon mal ein Special. Und zwar habe ich hier ja einmal diese Küchenbank. Die Kücheninnensicht. Und wenn man das rausnimmt, ist da unter, bleibt das Bild vollständig. Das heißt, das kann man rausnehmen. Und man hat da unter trotzdem das vollständige Bild. Und wenn man das wieder reinsteckt, hat man eben auch, sehen wir später, auch das vollständige Bild. Ja. Hier ist halt schön die andere Seite. Dann können wir das jetzt hier schön aufmachen. Dann haben wir hier einmal ein bisschen was zum Aufklappen, auch zum Fotos. Und hier einfach mal eine schöne kleine Spielerei. Das kann man so aufklappen und dann ergibt sich ein Motiv. Und dieses Motiv finde ich wunderschön. Wie gesagt, sind ganz, ganz tolle Motive. Ich mache das alles später zu. So, dann haben wir hier die nächste Special-Seite. Das ist auch aus dem Gothic Journal. Ihr seht, es ist dick geworden. Das muss ich alles noch ein bisschen einspielen mit den Blättern. Das wird noch ein bisschen weicher mit der Zeit. Und als erstes Gimmick kann man hier das dann runternehmen. Da hat man quasi noch mal ein Mini-Album. Das ist mit Magneten fest. Ne? Dann kann man das Ganze einmal aufklappen. Dann hat man hier diese Ansicht. Dann kann man das hier abziehen. Und kann hier nicht einmal nochmal. Muss man quer einmal noch dieses Bild zusammenklappen quasi. Das sind dann halt quasi zwei auf vier Seiten, die man hier hat. Und dann kann man das Ganze einfach auch wieder zusammenklappen. Ihr seht wirklich, ich habe viel gespielt, viele, viele neue Sachen mir einfallen lassen, lange dran rum überlegt, was ich da alles Tolles reinmachen kann. Dann haben wir hier, wenn das weg ist, trotzdem diese Seite auch wieder. Ich hatte das selbst zweimal, deswegen ging das. Diese Seite eben trotzdem noch, dass das Motiv ganz ist und da wieder zupasst. Und dann kann man das Ganze einmal aufmachen. Und dann habe ich hier dieses Schöne, das ist aus dem Mystik. Ich fand das klasse. Ich finde, das passt da richtig gut zu. Es war auch ein bisschen gruselig, aber ich finde, das hat unwahrscheinlich viel Ausstrahlung. Und dann haben wir hier einmal etwas zum Rausziehen und zack, kann man einmal umklappen und dann hat man hier noch mal eine andere Seite mit diesem wunderschönen Motiv hier. Auch einfach eine schöne Spielerei, wie ihr seht, ich habe viel wirklich gespielt und hier ist dann einfach auch noch mal einfach ein Einschub drin. Eine Seite Motivpapier, andere Seite wieder einfach nur das braune Hintergrundpapier, das passt. Übrigens, ich habe hier die Seiten noch aus Briefumschlägen, aus den großen Briefumschlägen gemacht. Beim nächsten Mal werde ich das komplett aus Pappe machen. So, dann habe ich hier die nächste Seite. Dann hier dieses Haus. Das ja auch so ein bisschen spooky aussieht. Und auch hier haben wir einmal zum Umklappen. Da muss ich die Rückseite noch überarbeiten. Das habe ich vergessen. Da kommt auch noch Braun drauf. Ist mir jetzt durchgegangen. Das geht auch mit Schwarz, aber ich mache da noch mal einmal Braun drauf. Einfach für das endgültige Look. Aber das kann ich noch mal extra machen. Dann haben wir hier
dieses schöne Papier. Und hier ist einmal hier eine kleine Tasche. Und hier ist auch nochmal eine kleine Tasche, wo man dann schön auch noch kleine Fotos drauf machen und draufschreiben kann. Oder was auch immer. Oder einfach so zum Liebhaben. Und hier ist auch nochmal eine Karte zum Rausziehen. Also zumachen. Zumachen mache ich jetzt gleich. Dann haben wir hier dieses wunderschöne Der Rabe-Motiv von Edgar Allan Poe. Auch ein wunderschönes Motiv, finde ich. Das kann man dann einmal aufklappen. Dann hat man hier diesen Friedhof. Hier auch nochmal eine zum Rausziehen jetzt nochmal. Und hier auch nochmal. So hat man das ganze Motiv. Dann kann man das eine einmal aufklappen und rausziehen. Dann ist hier die Seite ganz. Und dann kann man das Ganze auch unter dann hat man hier eben auch, wenn man will, eben ein Motiv, was auch zusammenpasst. Dann kann man das Ganze hier wieder reinstecken. Und zumachen. Die nächste Seite, hier habe ich nochmal wieder dieses Haus genommen. Also ich habe das, wie gesagt, mehrfach das Set, deswegen wiederholen die sich teilweise. Was ich persönlich jetzt aber nicht so schlimm finde. Und hier habe ich einfach mal diese schöne Frau hier zum Beispiel genommen. Und hier ist auch nochmal so eine, auch einfach nochmal eine Klappkarte drin. Die man dann da wieder so reinschieben kann. Und hier habe ich nochmal eine schöne Spielerei eingebaut. Ich fand dieses Motiv auch so schön. Dann kann man das hier also aufmachen. Hier aufmachen. Und dann hat man hier nochmal ein kleines Geheimfach, wo man dann zum Beispiel was drin verstecken kann. Denn hier dieses wunderschöne Motiv hier mit den Raben auch, finde ich auch wieder super, super klasse. Und innen drin auch nochmal hier mit diesen Raben. Auch das finde ich total schön. Hier auch wieder ein Einschub. Und auch hier ein Einschub. Und das ist dann schon die letzte Seite. Hier ist wieder nochmal, habe ich nochmal das Raben, der Rabe-Papier genommen, weil ich das auch einfach so schön finde. Und dann hier haben wir nochmal, hier haben wir keinen Einschub, hier nochmal eine Wasserfallkarte, ganz normal. Ne? Einfach hier mit diesem schönen Motiv hier. Ich mache das jetzt einmal schnell doch kurz zu. Dann haben wir hier auch schon die letzte Seite. Hier haben wir nochmal dieses schöne Papier genommen. Und auch hier. Da muss ich nochmal nacharbeiten. Und auf Aufklapp hat man hier dieses schöne Motiv. So, das zumacht. Da muss ich ein bisschen den Kleber wegradieren. Das sind so die Kleinigkeiten, die noch kommen. Es ist eben noch nicht hundertprozentig perfekt, aber ich arbeite dran. So, ihr Lieben, das ist dieses wunderschöne Motiv. Nicht das wunderschöne Motiv, sondern mein schönes Scrapbook. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich eine Seite vergessen habe, euch zu zeigen. Aber scheinbar habe ich nur das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, dass ich noch eigentlich eine andere Szene irgendwo eingebaut hatte. Aber doch hier, ich glaube, hatte ich euch die Seite gezeigt? Nee, hatte ich nicht, die habe ich vergessen, sage ich doch. Hier weiter vorne. Hier ist auch nicht besonders, aber hier ist auch, okay, muss ich reparieren. Einmal so ein Einschub drin, der steckt jetzt gerade zu fest. So, ne? Einmal Einschub drin, hier haben wir doch noch eine andere Hälfte und hinten braun ganz normal. Wie gesagt, das sind so die Kleinigkeiten, wo ich nochmal nacharbeiten muss. Das ist aber nicht das Problem. Das habe ich eigentlich immer. Das ist, wenn man da arbeitet und das Ganze dann später blättert, kann das hier und da mal passieren, dass sich ein paar Ecken wieder lösen. Oder irgendwas ein bisschen zusammenbackt. Das bleibt nicht aus, aber das kann man ja alles wieder richten. Und das wird natürlich, bevor es weitergeht, eben auch.
Und hier sind zwei kleine drin. Und wenn man die rausnehmen würde, würde das Ganze halt auch zusammenpassen. Und auf der Rückseite ganz normal braun. Auch da passt ein kleines Foto drauf. Oder eine kleine Notiz. Oder. So, muss schnell wieder reinstecken. So, ihr Lieben, das war's. Das war mein kleines Flip zu meinem neuesten Werk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst mir doch mal einen Kommentar dazu da, wie euch das gefällt. Ich bin super neugierig, wie euch dieses Album gefällt. Und vor allem würde ich auch gerne wissen, möchtet ihr auch mehr davon sehen? Ist das weiterhin interessant für euch? Also, wie gesagt, ich will mehr davon machen. Und es ist natürlich schön, wenn ihr das vielleicht auch sehen wollt. Und ich freue mich einfach immer über einen lieben Kommentar von euch. Auch davon lebt einfach dieser Kanal. Dann hoffe ich an dieser Stelle, das Ganze hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund. Liebe Grüße aus der Basteloase.